Die Leitstelle Vogelsberg alarmiert uns heute Mittag zu einem Verkehrsunfall auf die A5, Kilometer 418, Richtung Kassel, mit unklarer Lage LKW gegen PKW. Bei unserem Eintreffen fanden wir einen PKW- bzw. Transporterfahrer neben dem Fahrzeug liegend von Ersthelfern betreut vor. Die Fahrbahn war von Trümmern übersät und der Transporter war zuerst auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren, duschierte diesen, riss sich die Fahrertür aus dem Fahrzeug und fuhr weiter auf dem Standstreifen und kollidierte mit dem zweiten LKW ins Heck. Die Rettungsgasse heute war miserabel. Das ist aber auf diesem Stück meistens so, weil es hier von 3 auf 2 Spuren wechselt und ein höheres Verkehrsaufkommen dadurch bedingt gibt. Und dann ist die Rettungsgasse hier meistens ganz, ganz schlecht. Ja, mit insgesamt 11 Einsatzkräften waren wir vor Ort. Ja, wir haben die Autobahnmeisterei noch ein bisschen bei den Absperrmaßnahmen unterstützt, weil die nicht durch konnten. Wir haben also die einspurige Verkehrsführung nachher gemacht bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei und haben diese jetzt an die Einsatzstelle, an die Autobahnmeisterei übergeben. Ja, insgesamt war nur ein Verletzter. Nein, der war nicht eingeklemmt, beziehungsweise am Anfang schon, wurde aber von Ersthelfern schon befreit.